Guckt euch mal um, rechts und links. Und stellt euch in den folgenden Fragen zum Gedicht vom Alfons Schweiger. Und der hat seine schöne Formel aufgestellt, I have a dream. So, mal umgucken und dann geht's los. Du bist du und ich bin ich. Deshalb bist du nicht ich und ich bin nicht du. Immer warst du du und ich ich. Doch wenn ich du wär und du wärst ich, dann wärst du nicht du und ich wär nicht ich, weil ja du ich wärst und ich wär du und nicht ich. Ihr guckt noch so rum. Das ist ganz sicher nicht möglich, nein, das kann sicher nicht gehen und trotzdem wär so etwas so schön, würde so etwas einmal geschehen. Aber so bist du du und ich bin ich, deshalb bist du nicht ich und ich auch nicht du, immer warst du du und ich ich. Wär aber ein anderer jetzt du und ich wär er nicht nur du, er wär nämlich auch ich. Und ich wäre du und du ich und wir zwei wären aber auch er. Ihr seid noch dabei? Wäre jetzt noch ein anderer er und er wäre wir und wir wären er, dann wäre ich du und er wir und der andere wäre auch wir. Ginge das Spiel immer weiter, jeder wäre dann bald ein anderer und doch er selbst auch noch, dann wären wir alle bald eins und niemand von uns wäre mehr allein. So etwas sollte gehen, wenigstens einmal. Ja, das sollte wirklich geschehen. Doch leider geht sowas nur im Traum. Und vielleicht auch irgendwann, wenn wir alle mal nicht mehr sind, obwohl es uns ja noch gibt, irgendwie. Vielleicht kommen wir dann zusammen. Und dann wäre ich du und du wärst dann ich. Und die anderen wären wir und wir wären alle eins. Und wüssten, wie der andere fühlt und was er braucht.